Ja, und um schöne Zähne geht's jetzt in dem nächsten Beitrag. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie könnten Brustimplantate zum Selbsteinsetzen im Internet bestellen. Würden Sie das machen? Also ich nicht, ich denke Sie auch nicht. Aber immer öfter lese ich in Anzeigen von Online-Zahnkorrekturen. Und das war für mich Anlass, mal bei meinem Zahnarzt Dr. Reinhard Gelder aus Mattighofen nachzufragen. Was muss ich bei einer Zahnkorrektur beachten? Also was ganz wichtig ist, ist einmal, eine Zahnkorrektur ist in den seltensten Fällen eine reine kosmetische Angelegenheit, sondern ist eben auch eine medizinische Angelegenheit. Und deshalb ist es sicher wichtig, wenn du mal einen Kieferorthopäden aufsuchst und der wird dich dann entsprechend beraten. Jetzt gibt es ja Invisalign Zahnschienen, mit denen die Zähne korrigiert werden können. Ja, wie schaut das aus? Invisalign ist ein amerikanisches Startup, das seit ungefähr dem Jahr 2000 auch in Europa aktiv ist. Die haben sehr viel Erfahrung und arbeiten ausschließlich mit Kieferorthopäden und teilweise auch mit Zahnärzten zusammen. Dabei werden durchsichtige Alignerschienen angefertigt, die man so circa 2 Wochen tragen muss. Und über diese Schienen erfolgt die Umstellung der Zähne. Das ist ein eigenes kieferorthopädisches System, das ohne Brackets arbeitet. Und wie lange müssen diese Schienen circa insgesamt getragen werden? Wie lange man die tragen muss, hängt einmal sehr stark davon ab, was für eine Art von Fehlstellung man hat. Es gibt ja auch teilweise schwere Fehlstellungen, die man damit behandeln kann. Und da können durchaus 50, 60, 70 Schienen unter Umständen auch zusammenkommen. Was eben wichtig ist, ist, dass man bedenkt, es werden nicht nur Zähne verschoben, sondern man muss auch vorher einen ordentlichen Behandlungsplan machen. Man muss teilweise an Zähnen mit speziellen Diamantfällen Schmelz entfernen vor gewissen Behandlungsschritten. Es werden zusätzlich Knöpfchen auf die Zähne aufgeklebt mit Kunststoff. Und um gewisse Bewegungen überhaupt erst zu ermöglichen. Und es muss also regelmäßig kontrolliert werden. Der Zahnarzt sieht einen ungefähr alle 6 bis 8 Wochen und kontrolliert den Fortschritt der Behandlung. So, und jetzt gibt es natürlich auch mittlerweile billigere Versionen, nämlich Zahnschienen, die online angeboten werden. Was halten Sie davon? Ja, es ist Folgendes. Man muss dazu Folgendes wissen. Invisalign ist ein Trademark von Align Technology. Und die haben da sehr viel Know-how und Geld investiert. Es gibt mittlerweile über 3 Millionen behandelten Fälle, aber sie haben Patente gehabt und die sind im Oktober 2017 abgelaufen. Und jetzt gibt es alle möglichen Firmen, die sozusagen aus dem Boden wachsen wie die Schwammerl, wo Leute dieses System irgendwie kopieren wollen, aber bei Weitem nicht mit derselben Expertise und derselben Sorgfalt arbeiten wie Invisalign. Aber das ist aufgrund dieser abgelaufenen Patente im Oktober 2017 passiert. Und diese Firmen arbeiten teilweise ausgesprochen unseriös und versprechen den Patienten oder ihren Kunden eine ganz einfache Behandlung, ohne dass sie einen Arzt sehen müssen oder ohne dass sie irgendetwas auf sich nehmen müssen. Nur leider, das funktioniert so in den seltensten Fällen. Aber es gibt auch schon teilweise Klagen, viele Klagen, es unterschreitet einfach alle ärztlichen Mindeststandards, diese Art von Behandlung. Nachdem ich selber schon mal diese Korrektur gemacht habe, weiß ich, dass die Zähne nach der Korrektur wieder an ihren alten Platz zurück wollen. Also ist die Nachsorge auch wichtig. Zum Beispiel werden die Zähne dann mit einem Draht fixiert, oder? Ja, es ist richtig. Also dieser Draht im Unterkiefer ist durchaus eine Möglichkeit, die geeignet sein kann, nicht unbedingt geeignet ist. Das muss eben dann der Kieferorthopäde im Einzelfall entscheiden. Aber was man eben verstehen muss, ist, dass eine Rückstellung der Zähne immer passieren kann. Und selbst Menschen, die mit 20, sagen wir, ganz gerade Zähne haben, die nie eine kieferorthopädische Behandlung hatten, haben in vielen Fällen 20 Jahre später verschobene Zähne. Also das ist auch zum Teil unabhängig von der Frage, ob man eine Korrektur gehabt hat oder nicht. Die Zähne können sich ein Leben lang verschieben. Okay. Das ist ein Alterungsprozess. Können dann bei der Selbstkorrektur auch Schäden entstehen? Also es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil da können eben schwere Schäden auftreten. Der Kieferorthopäde muss eben diese Sachen, diese Behandlungspläne ganz genau vermessen, muss sich anschauen, muss schauen, bei welchen Zähnen muss Schmelz entfernt werden, muss schauen, welche Winkel bei den Zähnen vorhanden sind. Also das ist ein durchaus aufwendiger Prozess. Insgesamt möchte ich sagen, dass diese Schienentherapie es ist ein Werkzeug, ja, so wie unsere Brackets.
sind auch die Schienen ein Werkzeug. Und wir werden auch immer besser in der Handhabung dieser Schienen, aber es erfordert eben auch sehr, sehr viel Sorgfalt und sehr viel Know-how, um sie richtig anzuwenden. Also Fazit: Für Zahnkorrekturen wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt, der versteht nämlich etwas davon. Ja, das ist sicher ein guter Rat, den man jedem nur ans Herz legen kann. Vielen Dank, Dr. Reinhard Gelder aus dem österreichischen Mattighofen.